Moin Moin und hallo zu HL Sports Weekly, Ausgabe Nummer 8. Und mein Name ist Roland Kenz und ich habe heute folgende Themen für euch. Kreispokal Ostholstein, letzte Test vor dem Start und 90 Jahre Kronsforder SV. Ja, starten wir mit dem Kreispokal in Ostholstein. Der Oldenburger SV, der vertritt den Kreis Ostholstein im Landespokal Schleswig-Holstein. Und das Ganze durch einen 3:0-Sieg beim Serezer SV am vergangenen Sonnabend. Und ja, dreimal war es Freddy Kaps, der die Bude gemacht hat. Und da muss man nicht mehr viel zu sagen. Wobei die Trainer, die haben ein bisschen was dazu gesagt, beziehungsweise der Liga-Obmann Andreas Brunner und der Trainer von dem Serezer SV, Andreas Bayer. Die sagten nämlich fast wortwörtlich, es war ein verdienter Sieg der Oldenburger. Und vielleicht um ein Tor zu hoch, sagt Andreas Bayer vom SSV. Aber grundsätzlich 3-0 oder 2-0, am Ende vielleicht auch egal. Wichtig ist, der OSV spielt im Landespokal gegen den FC Rea Puls Anfang August. Nur noch ein paar Tage und dann geht's los. Die zweite Bundesliga startet in ihre Saison. Wahrscheinlich die beste zweite Bundesliga aller Zeiten. FC Schalke 04, Werder Bremen, St. Pauli, HSV, Holstein Kiel. Alle sind sie mit dabei, Hansa Rostock natürlich auch und Dynamo Dresden. Und wir gucken mal auf die letzten Tests unserer Nordvereine, die wir so begleiten. Holstein Kiel hat es nicht zu einem Sieg geschafft. Beim Halleschen FC gab es ein 2-2. Zweimal lagen die Holsteiner in Rückstand, glichen dennoch aus. Ole Werner war hinterher trotzdem zufrieden, sagte, war ein bisschen müde. Aber das sollte man doch vielleicht am Wochenende erledigt haben, wenn es denn zum FC St. Pauli geht, nämlich am Sonntag. Und die St. Paulianer, die haben ein 2:2 auch erreicht. Und zwar zu Hause gegen Hertha BSC Berlin. 2550 Fans waren am Millerntor dabei, die Stimmung war gut. Und spannend war es hier, das könnt ihr bei uns nachlesen, dass nämlich kurz vor der Halbzeit 3 Tore gefallen sind innerhalb von 3 Minuten. Das war schon sehr spektakulär. Also da kann man sich auf den nächsten Sonntag gefasst machen, wenn die Kieler am Kiez auftauchen. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. So, Hansa Rostock, die haben auch gespielt gegen Eintracht Braunschweig und da hat Jens Hertel nicht so gut gefallen. Der sagte nämlich hinterher so, die Fehler, die man gemacht hat, Kolke und Riedel, Riedel hat ein Eigentor geschossen, die sollte man doch tunlichst am Wochenende vernachlässigen, die Fehler, wenn es nämlich zu Hause gegen den Karlsruher SC geht. Wir versuchen für euch dabei zu sein, haben noch keine Info, ob es denn klappt, aber ansonsten versuchen wir es, wie gesagt, für euch dabei zu sein. Wo wir nicht dabei sind, das kann ich jetzt schon mal sagen, ist zum Eröffnungsspiel der zweiten Liga, nämlich bei Schalke 04. Die Knappen, die erwarten den Hamburger Sportverein und der hat sich zu einem 1:0-Sieg gestolpert. Manuel Winzheimer wurde ein bisschen angegangen im Strafraum, aber irgendwie hat er das Ding dann noch reingekriegt. Ja, 1:0 hieß es am Ende gegen den FC Basel und Tim Walter hat gleich richtig einen rausgehauen und gesagt, naja, es war noch nicht alles das, was wir wollen noch viel, viel mehr. Na, das lässt aber tief blicken. Ich bin gespannt. Band. Und ihr dürft vor allen Dingen auch mitmachen bei unserem Tippspiel. Tipprunde, denkt dran, bei hlsports.de könnt ihr euch anmelden. Ein paar Plätze sind noch frei und es gibt tolle Preise von Famila zu gewinnen. So, und dann haben wir noch die kommende Woche, die nämlich voll und ganz im Zeichen des Kronsforder SV steht. Der wird nämlich 90 Jahre und erst kam die Nachricht, hey hurra, der KSV spielt in der Kreisliga Lübeck. Es gibt wieder viele, viele Derbys zu sehen. Dann kam nicht so eine gute Nachricht, Jan-Kiste Vogt, der Liga-Obmann, der tritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt erstmal zurück. An dieser Stelle gute Besserung, Kiste, komm wieder schnell auf die Beine. Und ja, dann gibt's die KSV Sportwoche. Und die hat einiges zu bieten, nämlich jeden Tag ab 18.45 Uhr gibt es 2 Spiele, 7:15 und dann um 8 nochmal. Und da gibt's auch eine zweite Mannschaft vom KSV, da könnt ihr mal gerne vorbeischauen an der Krummesser Landstraße. Das wird bestimmt eine spannende Geschichte werden. Ansonsten will ich es heute gar nicht so lang machen. Das war's von mir. HL Sports Weekly Nummer 8. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und vor allen Dingen abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns über euch und ich verlinke euch nochmal ganz kurz das Video von Björn Hoop von gestern. Die Hamburg Sea Devils, die haben nämlich 55:0 gewonnen gegen die Leipzig Kings. Da solltet ihr mal reinschauen. Wir waren auch vor Ort im Stadion. Also bleibt gesund. Bis dann, euer Roland Kenzo. Ciao.